So, heute zeige ich euch, wie ihr Filme kostenlos im Internet anschauen könnt. Also ich habe ja erst vor kurzem so ein Video gemacht, wo ich das zeige, aber ja, diese Webseite, die ich dort präsentiert hatte, ist jetzt schon leider wieder down. Also sie wurde einen Tag, nachdem ich das Video gemacht hatte, wieder gesperrt. Und da hat mir jetzt so ein Typ, also dieser CFW620, vorgeschlagen, diese Website hat die Box.org zu nehmen, weil dort alles in HD ist. Die habe ich mir auch schon mal angeschaut. Und ja, jetzt präsentiere ich euch einfach diese Seite. Hoffen wir mal, dass diese jetzt nicht auch wieder sofort gesperrt wird. Also hier haben wir jetzt mal die Startseite, da sehen wir ein paar Filme. Und hier ist die Suchmaschine. Da geben wir mal den Film an, den wir haben wollen. Und dann klicke ich mal auf Suchen. Die habe ich dann jetzt hier so eine Liste. Jetzt nehme ich zum Beispiel das da. 28 Days Later. Und jetzt habe ich da jetzt einfach diesen Film da. Und die habe ich jetzt zwei verschiedene Hoster. Alles ist in HD, aber das Blöde ist, es braucht dann halt lange zum Laden. Hier kann man es auch einfach runterladen von uploaded.to, aber da muss man sich auch alles in Parts runterladen. Also es sind immer 250 MB pro Part. Und ja, jetzt tue ich einmal diesen Player starten, klickt jetzt auf Play. Das sehe ich auch schon im Film. Wie gesagt, das Blöde ist, es braucht halt ewig zum Laden. Und deswegen würde ich euch auch einfach empfehlen, mal den Film so zu starten und durchgehen zu lassen und dann erst anzuschauen. So, das war's jetzt. Ja, danke fürs Anschauen. Und wie gesagt, hoffe ich jetzt mal, dass diese Seite nicht wieder gesperrt wird, so wie die alte. Und falls die wieder down ist, dann sagt mir bitte Bescheid, damit ich wieder eine neue Seite finde. Ja, ich bin jetzt weg.